Hallihallo bei den GamePro News. Wie gewohnt zeigen wir euch an dieser Stelle erste bewegte Bilder und Eindrücke zu den Spielen der kommenden Monate. Wir legen auch gleich los, und zwar mit dem persischen Prinzen, der im Winter dieses Jahres mit Prince of Persia: The Fallen King sein Comeback auf Xbox 360, PS3 und eben, wie hier zu sehen, auf dem Nintendo DS feiert. Schutzsuchend flieht unser Prinz in ein scheinbar sicheres Königreich, allerdings kommt er damit vom Regen in die Traufe, denn eine dunkle Substanz breitet sich aus und bedroht, das Königreich zu verschlingen. Dumm gelaufen, denn jetzt muss er das Königreich retten und findet zum Glück in Magus einen Verbündeten, der ihm dabei helfen kann. Ihr steuert abwechselnd den Prinzen und Magus und erkundet dabei Labyrinthe, den Dschungel und verlassene Städte. Prince of Persia typisch klettert ihr viel, springt über Abgründe und bekämpft fiese Gegner. Und das alles mit dem Stylus. Knöpfe braucht ihr hier nicht. Um zu laufen, drückt ihr mit dem Stift an den Bildschirmrand, um langsamer zu gehen, rückt ihr näher an den Prinzen heran. Wollt ihr auf eine nahegelegene Plattform hüpfen, tippt ihr sie kurz an. Auch wenn ihr unter Hindernissen durchrollen oder an Mauern hochklettern wollt, tippt ihr den zu erreichenden Ort an. Dasselbe gilt beim Kämpfen. Um einen stärkeren Angriff zu machen, zieht ihr einen Strich über den Widersacher. Das Ganze spielt sich eigentlich ganz gut und intuitiv, und wir sind gespannt auf die angekündigten über 50 Spielabschnitte. Die Welt von Valkyria Chronicles ist gespalten und vom Imperium und der Föderation besetzt. Die ganze Welt? Nein, ein kleines Dorf namens Gallia leistet den Römern, dem Imperium bisher erfolgreich Widerstand. Mit der wachsenden Gefahr und den Auseinandersetzungen und Säbelrasseln von Imperium und Föderation müssen allerdings auch die Bewohner von Gallia aufrüsten. Und so entsteht unter dem Kommando von den Helden Velkin Gunther und Alicia Melchiot eine Einheit namens 7th Platoon, die sich den Angreifern entgegenstellt. In Valkyria Chronicles trifft Taktik-Rollenspiel auf Echtzeit-Action. Kann das gut gehen? Kurze Antwort: Ja, kann es. Dafür sorgt unter anderem auch das Blitzsystem, das, sobald eine eurer Einheiten an der Reihe ist, aus der Vogelperspektive in die Schulterkamera umschaltet. Mit eurer Einheit könnt ihr dann, lediglich durch die Zeit begrenzt, frei umherlaufen und Befehle zum Stürmen, Angreifen und so weiter geben. Jeder Charakter besitzt eigene Waffen und Fähigkeiten. Das Kampfsystem funktioniert genau so, wie es soll, und die hübsche Anime-Optik tut den Rest. Wir freuen uns drauf, und das Gute ist, der Release rückt unaufhaltsam näher. Ready to go. Jedes Jahr im Herbst rollt eine wahre Sportspiellawine auf uns zu. Neben Electronic Arts bringt aber auch unter anderem 2K Sports sein Lineup unters Volk. So natürlich auch NBA 2K9, was wir hier in der PlayStation 3 Version sehen. Optisch wirkt es noch einen Tick hübscher als das grafisch sowieso schon überragende NBA Live 09 von EA Sports. Auch NBA 2K9 trumpft mit den aktualisierten Saisondaten der amerikanischen Basketballliga auf und steuert sich prima. Das Kommentatoren-Duo klingt im Vergleich zum EA-Pendant motivierter, und auch die Präsentation wirkt einfach etwas schöner als bei NBA Live. Wir warten auf die fertige Version und freuen uns auf den Vergleich. Genauso freuen wir uns natürlich auf den Vergleich von NHL 09, den Test habt ihr ja in der letzten Ausgabe gelesen, und NHL 2K9, das ihr hier eben in der Xbox 360-Fassung seht. Und auch hier gibt es vereinzelt Verbesserungen an der Grafik, vor allem aber an den Spieleanimationen zu sehen. Auch die Präsentation wurde mit neuen Intro-Filmchen und Zuschaueranimationen verbessert. Online werdet ihr gegen 11 Mitspieler antreten können, sodass also jeder Eishockeyspieler auch von einem realen Spieler gesteuert wird. Allerdings hat Electronic Arts hier schon stark vorgelegt. Mal sehen, wie 2K Sports dieses Jahr abschneidet. Mit Tom Clancy's Antwar bringt Ubisoft in Kürze einen richtig interessanten Strategietitel auf den Markt. Der wurde nämlich nicht primär für den PC entwickelt und verfolgt daher auch ein ganz anderes Steuerungskonzept: eure Stimme. Alle Befehle könnt ihr per Stimmbefehl in das Xbox 360 oder PS3 Mikrofon geben, und die befehligten Einheiten setzen das dann auch um. Wir haben es getestet, funktioniert einwandfrei und macht riesig Spaß. Die Karte ist in mehrere Zonen aufgeteilt, die es zu erobern und zu halten gilt. Dafür erhaltet ihr dann Punkte und neue Einheiten. Im Gegensatz zu normalen Strategiespielen wie etwa Command & Conquer habt ihr nicht eine riesige Sicht von oben, sondern seid viel näher am Geschehen dran, da die Kamera, ähnlich wie in Advanced Warfighter, über die Schulter schaut. Nur eben von weiter weg. Man sieht auch immer wunderbar, wie sich die Einheiten, vor allem Fußeinheiten, bewegen und hinter Mauern Schutz suchen. Insgesamt gibt es 7 verschiedene Einheitentypen, die ihr befehligen könnt, darunter unter anderem Artillerie, Infanterie und Luftstreitkräfte.
Daraus könnt ihr individuell bis zu 12 Gruppen bilden und sie einzeln befehligen. Das funktioniert, wie gesagt, prima per Stimmbefehl und ist auch schön übersichtlich dank der Leiste am unteren Bildschirmrand. Das ist schon jetzt super spannend, schaut gut aus und macht Lust auf mehr. Auf das Spiel sind wir richtig heiß und warten sehnsüchtig auf die Testversion. Auch dieses Jahr gibt's ein neues Profi-Wrestling-Spiel von THQ, SmackDown vs. Raw 2009. Mit der Version kommt ein alter Bekannter zurück, die Backstage-Brawl-Matches, bei denen ihr etwa in der Umkleide oder eben im Backstage-Bereich einen kleinen Streit anfangt. Im Tag-Team-Modus holt ihr euch einen Freund ins Team und verkloppt ein gegnerisches Duo. Dazu gibt's extrige Double-Team-Moves und Finisher. Apropos Finisher. Im umfangreichen Editor könnt ihr euch neben einem eigenen Charakter auch individuelle Finishing-Moves basteln. SmackDown vs. Raw 2009 spielt sich, wie man es von der Serie gewohnt ist, sehr gut. Die grafischen Verbesserungen und die neuen Features werten das Spiel außerdem weiter auf. Am 7.11. kommt das Spiel auf, Achtung Luft holen, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 2, PSP, Wii und DS. Nach Rise of a Ninja kommt Ende des Jahres Naruto The Broken Bond. Als nun ausgebildeter und starker Ninja helft ihr, die von feindlichen Ninjas zerstörte Stadt Konoha Gakure wieder aufzubauen. Zusammen mit seinen Kumpanen steuert ihr Naruto durch die Stadt und die umliegenden Gebiete. Dabei nutzt ihr die Fähigkeiten jedes Teammitglieds, um verschiedene Aufgaben zu lösen oder steigt zusammen in ein Tag-Team-Battle. Auch online könnt ihr euch gegen Freunde oder auch im vorher genannten Tag-Battle austoben. Für Fans interessant, neben den originalen Schauplätzen und dem Stil kommen auch die echten Synchronstimmen und die Naruto-Musik zum Einsatz. Naruto The Broken Bond gibt's im November für die Xbox 360. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der News angelangt. Habt noch viel Spaß mit dem Rest der GamePool DVD und natürlich mit dem Heft. Bis zum nächsten Monat. Servus. Naruto.